Jedes Jahr am 15. August zur Maria Himmelfahrt findet die musikalische Rohrs auf der Brunnalm in St. Barbara im Mürztal, Ortsteil Veit, statt. Die Wanderer hatten an diesem Tag ein wunderschönes Bergwetter und die Möglichkeit, bei jedem Gasthaus und Halterhütte einzukehren und bei Musik und Gesang die regionalen Schmankerl zu genießen. Die Almras auf der Hohen Veit heute beim schönsten Wetter. Ja, ich bin froh, dass der Wettergott mit uns Einsicht hat, dass wir heute bei der Almras wunderschönes Wanderwetter haben. Man merkt es bei den Gästen. Ich bin froh, dass so viele Auswärtige auch gekommen sind, nicht nur St. Bavaranen, wenn man das so nennen darf. Sehr viel von Graz, Wien, Wien-Umgebung. Und da möchte ich auch gleich Danke an die Baumann-Sabine sagen, der das im Namen der Gemeinde organisiert hat. Das auch die Jahre vorher schon organisiert. Und freut uns, dass die Gäste da sind. Und es ist immer schön, auf der Alm zu sein bei schönem Wetter. Auf der Rotzollalm fand die schon traditionelle heilige Messe statt. Die uns Jesus Christus, unser Erlöser, geboren hat. Warum tut man sich heute an, eine Almrohrs zu organisieren? Warum? Erstens einmal finde ich, ist unser Alm, die Brunnalm, so schön. Und ich denke, alle Beteiligten macht es großen Spaß, da mitzumachen. Und ich hoffe, den Wanderern gefällt es sehr gut. Heute strahlendes Bergwetter, sehr viele Besucher unterwegs auf der Alm. Ja, wenn so viele Engel reisen, wird sich das Wetter weisen, heißt es immer. Und ich glaube, es sind viele unterwegs und viele Wanderer. Und mit sehr vielen Kindern ist mir aufgefallen heute. Auch der Panoramasessellift war an diesem Tag in Betrieb.